Ja, Moinsen, da bin ich auch schon wieder. Ja, diesmal soll das eigentlich nochmal so eine kleine Ergänzung werden zu den Videos mit bezüglich Energieflussgrafiken und dem Klimamodell. Und ich wollte eigentlich nochmal aufzeigen, wie absurd diese Rechnerei ist, diese Formeln sind und was, dass man mit diesem Zirkelschluss eben alles draus errechnen kann. Das funktioniert halt alles. Ja, wie auch immer. Das Ganze gucken wir jetzt einfach mal an und bis gleich. Also, wie gesagt, kann man damit einfach alles errechnen mit diesem Ding. Und wie aus dem Titel wahrscheinlich schon hervorgeht, wollen wir uns jetzt einfach mal angucken, oder berechnen wir uns jetzt einfach einmal den natürlichen Treibhauseffekt in einem Space Shuttle. Ist natürlich Blödsinn, wie jedem klar sein sollte, ne? Aber nun gut. Also, wir gucken uns einmal an, was man mit diesen Rechnungen, diesen Vorgehensweisen und Methoden der Klimamodellierer so alles belegen kann. Jeder weiß, was ein Space Shuttle ist, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ebenso sollte jedem bewusst sein, dass die Innenraumtemperatur im Cockpit, also wenn sie das Ding da im Weltall befindet, mittels einer technisch aufwendigen Lebenserhaltung erzeugt wird, also einer Heizung, einer Kühlung. Ist klar, ne? Also sollte jedem bewusst sein. Wir gucken uns aber jetzt einfach mal an, was uns denn dieses Klimamodell, also diese Rechnungen für das Klimamodell über die Temperaturen im Inneren eines Space Shuttles sagen können. Vorweg, ohne diese beiden Videos zum Thema Energieflussgrafiken und das Klimamodell wird es eventuell nicht ganz so einfach, dies zu verstehen. Wobei ich schon hoffe, dass ich das eigentlich recht deutlich mache. Aber um so ein bisschen Verständnis zu haben, was das für Werte sind, wäre es, glaube ich, gar nicht verkehrt. Welche Werte ich verwendet habe für das Space Shuttle, gucken wir uns jetzt einfach ebenfalls noch einmal im Vorwege an. Als Arbeitstemperatur im Inneren nehme ich 20 Grad Celsius an. Das ist eine recht angenehme Arbeitstemperatur. So nach meinen Recherchen Dings ist das auch ungefähr die Temperatur, die man durchaus da annehmen kann als Arbeitstemperatur. 15, 20 Grad, völlig in Ordnung. Ich nehme 20 Grad für die Berechnung. Für die Solarkonstante habe ich 1370 Watt pro Quadratmeter genommen, also genau das gleiche wie für die Erde, was ja ebenfalls schwankt zwischen 1360, 1370, so was. Da dieser Wert mit der Kugel-Oberflächenformel in den offiziellen Modellen einfach eben durch 4 geteilt wird und dies auch damit begründet wird, dass die Erde ja rotiere, würde ich dieses ebenfalls einfach auf das Space Shuttle so übertragen wollen, also auch dort einfach durch 4 teilen. Das Space Shuttle ist zwar nicht rund, aber dafür wird bei diesem Gerät, bei diesem Fluggerät gezielt drauf auf eine gleichmäßige Rotation geachtet. Was tatsächlich etwas mit der Strahlung und so weiter zu tun hat. Also man achtet auf eine gleichmäßige Bestrahlung bei dem Space Shuttle. Bei den Klimamodellen der Erde wird mit einer Albedo, also einer Reflexion von ca. 30% gerechnet. Diesen Wert kann man nun nicht so einfach auf das Space Shuttle übertragen. Dieses ist absichtlich weiß gehalten, also bis auf die Unterseite, damit es eben gut reflektiert. Ich würde hier also einen Albedo von 65% wählen wollen, da dies auch die Albedo der Venus ist und dieser Planet von einer weißen Wolkendecke quasi umhüllt ist, wenn auch nicht zu 100%. Da ich den Albedo für das Space Shuttle nicht genauer in Erfahrung bringen konnte, nehme ich einfach diesen, für, wie ich finde, dann doch recht realistischen Wert von 65% einfach mal an. Bei der Erde werden rund 19% der einfallenden Strahlung absorbiert. Ich würde auch hier denselben Wert nehmen wollen. Zum einen wird die Atmosphäre in einem Space Shuttle sehr ähnlich der Erdatmosphäre beschrieben, wobei ich jetzt einfach mal hoffe, dass es dort drin keine Wolkenbildung gibt. Zum anderen kompensiere ich damit mögliche zusätzliche Absorptionsmöglichkeiten beim Space Shuttle, also seien es Glasscheiben oder eine vorgeklappte Sonnenblende oder ähnliches. Das heißt, im Space Shuttle kommen nur rund 16% an dem Erdboden an, also wird von der Erdoberfläche absorbiert, sozusagen, also von dem Fußboden. Bei der Erde waren es rund 51%, die vom Erdboden absorbiert wurden. Space Shuttle sind wir jetzt bei 16. Ein weiterer von den Klimamodellierern geschätzter Wert ist die der Infrarotrückstrahlung. Auf der Grafik des Deutschen Bundestages, Drucksache 11.8030, wird die Wärmeabstrahlung der Erde mit 114% angegeben und die Infrarotrückstrahlung mit 95%. Das entspricht einer Reduktion um 16,67%. Auch diesen Wert würde ich so übernehmen wollen. In Anbetracht der von mir für das Space Shuttle angenommenen 20 Grad Celsius werde ich natürlich von diesem Mittelwert ausgehen.
Der letzte Wert sind die Angaben für die Verdunstung und die Konvektion. Bei der Erde sind es insgesamt 0,32%, die dafür angegeben werden. Da es sich bei der Angabe um einen angenommenen Durchschnittswert der Erde handelt, würde ich diesen im Falle des Cockpits gerne etwas erhöhen. Es sollte zwar weniger Verdunstung im Cockpit geben, hoffen wir jedenfalls, jedoch findet dort ein ständiger Luftaustausch statt. Also eine Windstille oder ähnliches gibt es einfach im Prinzip im Cockpit nicht. Ich würde jedenfalls gerne den Wert dort auf 0,52% heraufsetzen wollen. Das ist nicht viel und es wird dem sicherlich auch nicht so ungerecht. Diese Werte tragen wir nun in unsere angefertigte Space Shuttle Energieflussgrafik ein und stellen daneben einfach die benötigten Formeln. In diesem Falle sind es dieselben Formeln, über die ich auch in den schon erwähnten beiden Videos von mir berichtete. Also einmal die von Christian Schönwiese und einmal die von Dr. André Otto. Die eine Formel rechnet quasi mit den angegebenen Watt pro Quadratmeter und die andere Formel verwendet die Prozentwerte. Berechnet aber mit denen, als sei es Watt pro Quadratmeter, sage ich gleich aber einfach noch mal eben kurz was zu. Nach der Formel von Schönwiese bekommen wir, bedingt durch die Rundungen, eine berechnete Innenraumtemperatur von 19,84 Grad Celsius, gerundet also 20 Grad Celsius. Und dabei habe ich keine zusätzliche Wärmeenergie der Lebenserhaltungssysteme berücksichtigt oder ähnliches. Es ist also der natürliche Treibhauseffekt, der für diese angenehmen 20 Grad Celsius im Inneren eines Space Shuttles sorgt. Das hätte man vielleicht mal der NASA sagen sollen, da hätten sie sich einige Millionen für ersparen können, für die Entwicklung dieser Lebenserhaltungssysteme, dieser Heizung und Kühlungsgedönse da. Man sieht auch noch mal einmal ganz gut, finde ich jedenfalls, den Zirkelschluss. Die 418,77 Watt pro Quadratmeter sind nur dadurch zustande gekommen, dass ich mir die Strahlungsleistung bei 20 Grad Celsius berechnet lassen habe, also mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz. Mit dem Ergebnis von 19,84 Grad Celsius wollte ich aber eigentlich ja erst die 20 Grad Celsius berechnen. So wie man das hier verwendet und für dieses Modell in dieser Rechnung ist das im Prinzip lediglich eine andere Schreibweise für das Stefan-Boltzmann-Gesetz, also jedenfalls in eine Richtung. Warum? Weil ich aus den 418,77 Watt pro Quadratmeter ja im Prinzip nur wieder die 20 Grad Celsius berechne, die ich auch mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz herausbekommen würde. Nicht zuletzt auch, weil ich die 418,77 Watt pro Quadratmeter ja zuvor überhaupt erst mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz berechnet habe, aus den 20 Grad Celsius. So funktioniert das mit jeder erdenklichen Temperatur. Es ist halt ein Zirkelschluss. Angenommen, ich wollte 100 Grad Celsius berechnen. Zuerst gucke ich also, was mir das Stefan-Boltzmann-Gesetz für diese Temperatur ausgibt. 100 Grad Celsius sind 1099,37 Watt pro Quadratmeter. 1099,37 Watt pro Quadratmeter, bla bla. Ich blende die Formel hier einfach mal ein. Das Ergebnis sind 100,29 Grad Celsius. Also sehr dicht an den gesuchten 100 Grad Celsius. Komm, wir übertreiben das Ganze. Wir machen das Ganze jetzt noch einmal mit seiner Formel. Und zwar wollen wir eine Temperatur haben von 423,5 Grad Celsius. 423,5 Grad Celsius sind 13.355,79 Watt pro Quadratmeter. Das Ganze teilen wir durch 342,5, also die Solarkonstante durch 4 ist das, ne? Kommt raus 38,99, das sind gleich 3.899% von den 100%, also von den 342,5, das ist ja unser 100%-Wert. Ne? Ist klar hoffentlich, genau. Das Ergebnis davon sind dann eben 13.354,075 Watt pro Quadratmeter, was einer Temperatur von 423,48 Grad Celsius entspricht. Man kann einfach zu nichts anderem kommen. Es ist ein Zirkelschluss. Man kann sich damit nur selbst bestätigen. Da haben sie offensichtlich alle Bock drauf, die Experten. Für die Formel von Dr. André Otto müssen wir nun die Prozentwerte nehmen, auch wenn er sie als PA, also als Pascal-Druck angibt. Pascal ist aber im Prinzip nur eine andere Schreibweise für Watt pro Quadratmeter. Eigentlich hätte man hier also eher die tatsächlichen Watt pro Quadratmeter Angaben nehmen müssen, anstatt einfach so zu tun, als seien nun die Prozentwerte plötzlich Watt pro Quadratmeter. Aber nun gut, wer bin ich schon? Dafür ist diese Formel aber auch ein wenig trickreicher. Wie man sieht, spielen in der Rechnung von Dr. André Otto die Konvektion, Verdunstung und so weiter eine Rolle, sowie die gesamtabsorbiert oder sowie der gesamtabsorbierte Anteil ebenfalls eine Rolle spielt.
nehme ich zum Beispiel hier als Grundlage und als gesuchten Wert die 423,5 Grad Celsius, dann wird das Ergebnis nicht stimmen. 423,5 Grad Celsius sind ja eben 3899%, sind gleich 38,99 PA nach der Vorgehensweise von Dr. André Otto. Ich lasse den ersten Schritt seiner Rechnung jetzt einfach mal aus und ziehe direkt diese 0,52% für die Konvektion Verdunstung ab. Es bleiben also noch 38,47 PA. Diese setze ich nun in die Formel ein. Das Ergebnis ist 547,27 Grad Celsius. Es passt eher also nicht so gut zu den gesuchten 423,5 Grad Celsius. Dies verdeutlicht noch einmal sehr gut, finde ich, was mit den sogenannten Tuning-Parametern gemeint ist. Es sind nämlich die Schätzwerte für Absorption, Reflexion, Rückstrahlung, die Verdunstung, Konvektion und so weiter, die diese Werte bilden, die Tuning-Parameter bilden. Um hier die gewünschte Temperatur herauszubekommen, müsste ich jetzt den Wert für die Reflexion und/oder die Konvektion oder ähnliches anpassen oder auch die für die Infrarotrückstrahlung. Das wird vielleicht bei diesem Beispiel hier noch einmal deutlich. Das ist im Prinzip jetzt dasselbe wie bei dem 20 Grad Celsius Space Shuttle, jedoch gehe ich hier von 35 Grad Celsius im Inneren aus. Dementsprechend habe ich die Werte angepasst. So kam ich letztlich auch nicht umhin, den Wert für die Konvektion letztlich um 0,1 nach oben zu setzen. Die Argumentation der erhöhten Temperatur und der dadurch bedingten leicht erhöhten Konvektion oder ähnliches mag eventuell halbwegs plausibel klingen, sie ist aber einzig und alleine deshalb dort, weil ich ja irgendwie erklären musste, weshalb ich hier 0,1% dazu addiere. Verändere ich einen Wert, muss ich die argumentativ ja auch oder muss ich das argumentativ ja auch irgendwie begründen können. Das Einfachste schien mir hier in diesem Fall einfach dieser Wert zu sein, den ich ein bisschen nach oben setze. Bei der absurden Beispielrechnung mit den 423,5 Grad Celsius müsste man zum Beispiel den Wert der gesamtabsorbierten Anteils auf 0,71% oder ähnliches erhöhen, um passend herauszukommen. Also nicht von 0,35% erhöhen wir auf 0,71% und dann haben wir auch unser passendes Ergebnis. Oder ich erhöhe die Konvektion und die Verdunstung auf 19,19% und rechne damit dann erneut. Also von den 38,99 PA ziehe ich nun direkt 19,19 PA ab und nicht mehr nur diese 0,25. Bleiben also noch 19,8 PA übrig, das setze ich wieder in die Rechnung ein und auch dort bekomme ich mein gewünschtes Ergebnis. Bei der letzten Formel muss man also schon etwas mehr anpassen als bei der von Schönwiese. Bei diesen Anpassungen ändern sich nämlich zwangsläufig auch fast alle anderen Werte der Energieflussgrafik. Das macht im Prinzip ja aber nichts, kann ich doch einfach Schwankungsbreiten in Klammern mit angeben, so wie es zum Beispiel der IPCC macht. Je nach Ausmaß dieser Schwankungsbreiten ließe sich damit sicherlich auch im Extremfall eine globale Erdmitteltemperatur von 423,5 Grad Celsius errechnen. Möchte ich jetzt gar nicht so weiter abstreiten, habe ich noch nicht versucht, aber pff, why not? Wie auch immer, also wie man hoffentlich sehen konnte oder nochmal verdeutlicht, wie es nochmal deutlicher wurde, handelt es sich dabei schlicht und ergreifend um einen Zirkelschluss und um Tuning-Parameter, die hart geschätzt werden. Also das sind Schätzwerte von die ganze Verdunstung, Infrarotrückstrahlung und und. Das sind keine Messwerte, das sind Schätzwerte, die passend so geschätzt werden, wie man ja auch aus dem einen Zitat oder aus dem einen oder anderen Zitat, was ich in den anderen Videos ja zeige, entnehmen kann. Das ist den Leuten, das ist den Klimaforschern bewusst, dass man diese den Tuning-Parameter passend schätzen muss. Man muss sie passend schätzen. Weil ja, man sieht ja, dass es 15 Grad Celsius ist und man glaubt an die Treibhaushypothese so ungefähr. Also muss man die Tuning-Parameter passend schätzen, damit die Rechnung aufgeht. Sonst geht die Rechnung ja nicht auf. Also ist völlig absurd, was hier läuft, ehrlich. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ihr wisst Bescheid.